Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Vulcanoids. Wir sind dabei, Granaten zu bauen. Fehlender Gegenstand. Was fehlt denn hier? Schwefelerze haben wir doch. Warte mal. Lalalala. Ich mache gerade ein paar Schrotflintendinger raus. So, ein paar. So, Schwefel wird hergestellt. Dann brauchen wir jetzt noch für Granaten. Kupferrohre. Blablabla. Weiß halt nicht, wie viel wir haben. Brauchen wir Rohre? Machen wir es mal. Kupferbarren fehlen. Meine Güte! Wir verbrauchen die aber auch wie sonst was. Na, die hier. Oh Mann, gleich müssen wir wieder unter Dingens. Ein paar Material vorhanden. Im Ernst, ist das alles? Wow. Erz ist auf jeden Fall besser. Ich könnte noch ein bisschen was farmen gehen. In einer Minute. Nee, ich glaube, das schaffen wir nicht. Okay, gucken wir mal. Wir müssten zu 11 oder 10. Surface 10. Nee, Underground Surface 10. Lavalande Höhlenplatz. Aber das geht jetzt noch nicht. Wir müssen lieber warten. Wir gehen erstmal underground. Ja, ist besser so. So, gehen wir erstmal unter die Erde. Oh, oh. Mann, an so ein Spiel. Das ist schon ziemlich geil. Ich glaube, ich habe bestimmt mein Let's Plays von sowas geschwärmt. Da gehe ich von aus. Hundertprozentig. Bestimmt in einem meiner Fallout-Let's Plays. Also ich habe... Wurde sowas hundertprozentig mal gesprochen. Reparaturkits. Okay, jetzt müssen wir gedrückt halten. Anders noch draufgehauen hier. Ich glaube, jetzt können wir da noch nicht hin. Wir müssen warten. Also gehen wir erstmal raus. Wir gehen erstmal zu Landeplatz 3. 3, ja, 3. Jetzt geht's noch nicht. Bis erstmal wieder an die Oberfläche. Ach, Entschuldigung. Landeplatz 3. Ja, wir fahren zu Landeplatz 3. Oh ja, oh ja. Da war gerade Erz. Wir sind an Erz vorbeigefahren. Was bauen wir denn hier hin? Das ist die große Frage. Oh. Okay, wir kommen da jetzt raus. Wow, guck mal. Wow, abgefahren. Jetzt wäre jetzt cool, wenn es ein Spiel wäre, wo man tatsächlich Erde wegräumt, weil ich glaube, das ist nicht der Fall. Ich würde gerne wissen, ob sowas... Boah, das war laut. Ob sowas tatsächlich möglich wäre, aber ich glaube nicht so wie hier. Da müsste man schon einen Bohrkopf haben, der unzerstörbar ist. Und eine Maschine haben, die das Ding dreht, komme was wolle. Und ich glaube nicht, dass das mit Dampf möglich wäre. Allein schon, dass das Ding unterirdisch implodieren würde. Aber wir wollen die Geschichte, wir wollen ja hier nicht über Logik diskutieren. Dann dürfte ich keine Let's Plays, keine Spiele spielen. So, okay. Jetzt warten wir erstmal, bis der Schneesturm, wollte ich sagen. Der Aschensturm vorbei ist. Und holen uns ein bisschen Kupfererz. Was war das? Das ist unser Geschütz, oder? Tatsächlich. Wir brauchen noch eins auf der anderen Seite. Oder zwei vorne. Aber ich glaube eher...
Ich muss noch ein Geschütz auf der anderen Seite bauen und Kohle-Dings wahrscheinlich. So, wir brauchen noch ein bisschen mehr. Hier ist bestimmt überall Kohle-Schrott. Ja. Und da ist auch noch Kupfer. Oh. Krass! Wie viel? Reisen Sie, ich lese immer zum Mittelpunkt der Erde. So, ich glaube jetzt gleich vorbei, wird leiser. Krass. Die Geräusche, die das macht. Als wenn er mit Stahlbolzen schießt. Vulkanoid! Das Gute ist, dass ein Spiel von Indie-Entwicklern, die dann ihr erstes Spiel machen, dann kann ihr zweites nur noch besser werden. Aber manchmal ist das dann auch wiederum nicht so. So. Mach erstmal Dingens. Kupferrohre. Immer noch Rohre. Alter Schwede! Die sind aber auch echt besessen, ne? Kommandopult. Ach, wohin es fahren soll? Davon haben wir ja. Dann ist wieder ein Drillschiff. Und da oben ist auch ein Drillschiff. Boah, ich muss die alle mal angreifen. Aber hier ist erstmal zu diesem Laser-Ding ins Bummens. Aber noch geht das nicht, ja? Wir bauen jetzt erstmal noch einen Geschützturm. Sollen wir auf der Seite eins, auf der anderen Seite noch eins bauen? Mindestens, ja. Okay, der ist gehört. So, okay, Menü. Wie viele Granaten haben wir denn bis jetzt? Wir haben Granaten 21. Das reicht dann jetzt erstmal an Granaten. Dann brauchen wir jetzt einen neuen Turm. Und zwar den hier. Und ich glaube, wir bauen uns auch noch ein Dingenskraftwerk. Wir werden es gleich sehen. Mann, ist der Wind laut. So, jetzt brauchen wir noch eins hier. Und zwar nach da. Damit er auch die andere Seite deckt. Munition, zielen. Okay. Muss die Munition da reinladen oder reicht es, wenn die hier liegt? Das ist die große Frage. Schwefelpulver haben wir nicht mehr. Scheiße. Auf geht's. Wir haben noch 12 Minuten. Jetzt wird's langsam wieder. Ich glaube, bei 10 Minuten wird's grünlich. Dann ist die Asche verflogen. Wenn ich nicht glaube, dass das hier sehr gesund ist, rumzulaufen. So. Oh shit. Shit, 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 shit. Oh Mist. Die sind aber ganz schön hartnäckig. Komm, wir gehen jetzt zu dieser Location. Guck mal, es wird immer besser jetzt. Da fahren sie schon wieder weg. Sag mal, so eine Karte für Ersatz. Ich meine, das heißt, wenn unser Drillship down geht, können wir uns am U-Boot neues bauen. Also, wir können auch eins einfach einnehmen. Darum geht's halt hier. Was ist das denn hinten? Vielleicht eine Maschine. Da ist ein riesen Kupfererz. Okay, da müssen wir hin. So. Schwefel, Schwefel, Schwefel. Scheiße, das sind die kleinen Säcke. Die kleinen Säcklein an der Wand. Säcklein, Säcklein an der Wand. Wer ist der größte Sack im ganzen Land? Du Aldemar!
Vererz hier war ich schon. Hier war ich schon, glaube ich. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Okay. Schwefel geht vielleicht noch. Auf jeden Fall Freezes beim draufschießen. Scheiße. So, das reicht. Zurück. Soll ich den gleichen Weg gehen? Nee. Ach, das... Oh, oh. Jetzt muss ich mich aber mal beeilen. Das war viel zu weit weg. Weil die Munition kann ja auch davon ausgehen, ne? Jetzt gehen wir auf jeden Fall mal, unter Tage. Ich glaube, so eine Schrotflinte ist das Einzige, was so eine Maschine jetzt kaputt... Obwohl, ich glaube, eher eine Schrotflinte macht eher am wenigsten Schaden gegen so ein Ding. Du brauchst eher so eine Elefantenjagdflinte. Stell dir vor, wir würden gegen Maschinen kämpfen. Da wäre die Kriegsführung ganz neu. Wir bräuchten Munition, die halt nur noch durch Panzerung durchgeht. Das wäre schon cool. So, Munition. Schwefel. Das rein. 5 Medipacks reichen auch. Müssten eigentlich jetzt mal runter. Wenn wir noch Munition bauen. So, habt ihr jetzt genug Munition? Oder muss ich die da reinladen? Das ist jetzt die Frage. Das ist auch nicht, aber es schießt. Okay, dann los. Location 11. 10 oder 11 und reisen. Los geht's. Ja. Töten wir. Genug Granaten. Das ist meine Schrotflinte. Okay. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wo wir rauskommen. Wir fahren ja schon eine Strecke. Gut, wir waren jetzt da. Und wir fahren jetzt nach... Da. Lavaquelle 1. Ein Laserbohrkopf. Okay. Und was schafft der an? Wahrscheinlich... Ach, ich habe das auf dem Bild gesehen. Das ist irgendwie so kopfüber. Kernplätze. Upgrade 1 Produktion. Kann ich auch irgendwie... Oh, Alter, hört ihr das? Guck mal, er hier. Wird der jetzt platt gemacht? Boah, da hinten ist es! Der Sack schießt jetzt bestimmt direkt auf mich. Guck mal, wie er guckt. Oh. Oh, meine Roboterfreunde. Nee, für den Arsch. Knallt den jetzt bestimmt direkt ab. Los, los, los! Okay, okay. Hier ist auch Schwefel. Da, okay. Zerstören, zerstören, zerstören. Ah, das macht die... Das wohl alles so übel. Die benutzen die Lava wahrscheinlich als irgendwas. Keine Ahnung. Ah, die muss ich zerstören. Wie kommen wir denn jetzt darüber? Müssen wir uns da hinbohren? Zerstören Sie das erste Bein. 6%. Zerstören Sie das zweite Bein. Okay. Ich glaube, da müssen wir uns hinbauen, richtig? Warte mal. Das war das erste Bein. Wir haben noch 6 Minuten. Gehen wir mal auf 11.
Los, los, los! Ich glaube, das heißt... Ich weiß es nicht. Raffinerietechnologie, Forschungstechnologie, Produktionstechnologie. Ah, guck mal, da ist Dingstechnologie. Tech! Tech, Tech! Los geht's. Landeplatz, auf dem sich ein Drillship befindet. Scheiße. Im Ernst? Das ist für'n Arsch. Okay, dann wieder 10. Was anderes haben wir hier nicht. Da müssen wir von da aus gucken. Jetzt bitte nicht an die Third-Person-Sicht gehen. So, wenn er hier bleiben würde. Haben sie es jetzt blockiert? Nee. Okay, jetzt muss ich wahrscheinlich einen riesen Umweg laufen. Ich weiß halt nicht, ob das genug Zeit mit sich bringt. Ich geh mal da lang. Ich glaube nämlich nicht, dass ich hier sein darf, wenn die Lava-Dingens explodiert. Die Roboter schon, aber ich nicht. Oh je. Oh, es blubbert schon. Online-Frachtraum ist voll. Baue Frachtmodul oder aktiviere. Das musste sein. Okay, wir können einmal rumlaufen, aber wahrscheinlich schaffen wir es nicht. Und ich glaube, ich werde hier sterben. Okay, wir müssen wiederkommen. Ich mache den einen noch kaputt, dann rennen wir zurück, scheiße. Schnell zurück! Drei Minuten. Meine Güte, ist die Zeit jetzt wieder mehr geworden? Ich glaube, das... Ah, es könnte klappen. Aber es könnte auch nicht klappen. Was ist denn da? Das Laserdrift ist geflohen. Er hält sich versteckt. Warten Sie bis zum nächsten Vulkanausbruch. Greifen Sie es dann erneut an. Oh, schade, jetzt sehe ich nicht, wie es wegfährt. Alter, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Da sind noch zwei Beine. Okay, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Untergrund. Aber es sind noch 2 Minuten. Eigentlich muss ich nicht in den Untergrund. Wir können mal gucken, ob wir Bauplatz 11 belagern können. Fahren wir zu 11. Wir sind ziemlich überladen. Ejo. Ich meine, können wir das nochmal da reinladen? Wir bräuchten noch so ein Modul, Frachtmodul. Okay, befindet sich ein Dingensbums. Dann fahren wir jetzt zu 5. 5. 5 oder 6? Schade. Oh, oh, hoffentlich kommen wir vor einer Minute 30 da an. Oh, das ist ein normaler Schrank. Können wir ja hier Munition und so speichern. Dann hat man 20 einfach für uns. Oder 12. Das weg, das weg, das weg. Oh, Granaten lassen wir auch mal da. So. Können wir eins übrig lassen. Auch einer. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. 5. Jetzt da. Da haben wir jetzt dahin. Und hier ist Ressource. Und das ist das U-Boot. Aha. Oh, hier sind Arschgeigen.
Und wird er zerstört? Nee, schade. Arsch! Schießt jetzt schon auf mich. Ich sollte jetzt fahren, oder? Ich glaube, es ist besser. Oh, oh, schnell! Jesus Maria, Mutter Gottes! Komm schon, buddel dich ein, komm schon! Los! Eine Sekunde! Ah. Oh, haben wir es geschafft? Oh. Alter Schwede. Meine Güte. So sparen wir Zeit. Okay. Wieder nach oben. Strom haben wir genug. Das ist sehr gut. Wir brauchen noch ein Dingensmodul. Okay. Da liegen immer noch die Roboter-Dinger. Ich glaube, die waren sogar zugeascht. Super. Okay, Leute, tut mir leid. Wir sind leider wieder an unserer Zeit. Wir sehen uns wieder nächste Folge bei Vulcanoids. Und bis dahin, wie immer, haut rein.